wunderschön hier. Ja, das hier ist der Regen, an dem befinde ich mich jetzt. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch was Tolles. Hier ist nämlich eine Wasserkraftschnecke am Kurpark, ein kleines Wasserkraftwerk. Also man schaut jetzt hier, wie das ausschaut. Also da ist es eine Schnecke der Firma Andritz. Also man hat eine Ausbaufallhöhe von 1,65 Meter. Gesamtwirkungsgrad der Anlage ist 70%. Die Jahresarbeit sind 200.000 Kilowattstunden. Da kann man 57 Haushalte versorgen. Wahnsinn. Ja, schauen wir uns doch das mal ein bisschen genauer an. Also die Schnecke hier, die findet sich hier. Und ja, es ist so eine kleine Wasserturbine, die sich dreht. Da. Also da dreht sich jetzt hier eine Wasserturbine und wir haben Umwandlung von Lageenergie, potenzieller Energie, erstmal hier in kinetische Energie und die wird dann durch die Turbine in Rotationsenergie umgewandelt und dann befindet sich hier das Auslaufbecken und da drin, da ist dann der Generator, der macht dann den Strom, der wandelt dann die Rotationsenergie von dieser Schnecke um in elektrische Energie. Ja, das war's von mir hier an diesem wunderschönen Wasserkraftwerk am Fluss Regen in Regen. Und hier nochmal der Fluss. Also hier das ist das Oberbecken, kann man schon fast sagen. Und da das Wasser, die wird angestaut ein bisschen und dann läuft es da in dieses tolle Kraftwerk rein hier. Ja, und da läuft es dann wunderschön weiter. Ja, und da ist auch eine ganz, ganz tolle Familie. Die beste, die ich kenne. Ja. Das war's auch mit meinem kleinen Herr Peter Spezial heute aus Regen. Ich wünsche euch allen noch schöne Ferien, falls ihr das jetzt in euren Schulferien schaut. Und ja, hier ist ein kleines Wasserkraftwerk hinter mir. Und hier noch zwei Kinder. Und da der Auslauf.